Der Leidensweg Christi, die Via Dolorosa, beginnt wenige hundert Meter hinter dem Löwentor nördlich des Tempelbergs. Nach der Überlieferung ist die Via Dolorosa jene Straße, die zur Zeit des Todes Jesu vom Amtssitz des römischen Statthalters Pontius Pilatus zur Hinrichtungsstätte am Hügel Golgatha führte. Diesen Weg musste Jesus vor seiner Kreuzigung zurücklegen, wobei er auf einem Großteil der Strecke das Kreuz selber tragen musste. Daher ist die Straße als Kreuzweg ausgestaltet. Der Hof der muslimischen Schule O Maria füllt sich jeden Freitagnachmittag mit Menschen, wenn Franziskaner den Kreuzweg beginnen. Die Kapellen der Verurteilung und der Geißelung. Diese beiden Kapellen der Franziskaner stehen teilweise auf dem Litos Trotos, dem römischen Steinpflaster, wo Jesus zum Tode verurteilt wurde. Ein Teil des Triumphbogens, der sich jetzt in der Ecke Homo Basilica befindet. Die Tradition benennt ihn als den Ort, an dem Pilatus Jesus dem Volk vorgeführt hat. Oft begegnet man auf diesem Weg Pilgern, die den Kreuzgang nachempfinden. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Third station. Third chase station. Jesus falls for the first time. We adore you, O Christ, and we bless you, because by the Holy Cross you have redeemed. The grace to follow you unceasingly without regard for human respect. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Jesus meets his afflicted mother. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. My dearest Lord Jesus, I thank you.
Eine Überlieferung erzählt, dass Maria am Wege stand, um ihren Sohn zu sehen. Hier in dieser kleinen, armenisch-katholischen Kapelle wird ihres Schmerzes und ihrer Trauer gedacht. Die fünfte Station wird durch ein Oratorium der Franziskaner an der Stelle angezeigt, wo die Via Dolorosa in Stufen zur Golgatha-Stätte hinaufführt. Hier, wo einst das Haus der Veronika gestanden hat, wurde eine melkitisch-griechisch-katholische Kirche errichtet. Die Legende berichtet, Veronika habe dem vorbeigehenden Jesus ein Schweißtuch gereicht, um Schweiß und Blut von dessen Gesicht abzuwaschen. Dabei soll sich das Gesicht Jesu auf wunderbare Weise auf dem Schweißtuch als sogenanntes Veronika-Bild eingeprägt haben. Eine große römische Säule bezeichnet den zweiten Fall von Jesus, gerade als er die Stadt durch ein Tor verließ. Die Überlieferung berichtet, dass sein Todesurteil hier angeschlagen wurde. Die achte Station ist gekennzeichnet durch ein lateinisches Kreuz, eingraviert in die Mauer des griechischen Klosters.
Nicht weit entfernt von dieser Stelle befinden sich Apsis und Dach der Grabeskirche. Sie soll daran erinnern, dass Jesus im Angesicht der Stätte seiner Kreuzigung zusammenbrach. Die Grabeskirche steht an der überlieferten Stelle der Kreuzigung und des Grabes Jesu. Die Kirchenanlage zählt zu den größten Heiligtümern des Christentums und bezieht den Ort des Grabes und den nahe beiliegenden Hügel Golgotha mit ein. In die Kapelle der Entblößung Jesu führen Stufen hinauf. Die wichtigste heilige Stätte für die lateinischen Christen. Sie bezeichnet den Ort, an dem Jesus unter den Augen seiner Mutter ans Kreuz geschlagen wurde. Der griechische Altar im östlichen Stil erhebt sich über dem Kalvarienfelsen, über der Stelle, an der die Kreuze von Jesus und den beiden Verbrechern standen. Stein der Salbung, auf den der Körper von Jesus gelegt wurde. Thank you.
Heiligster Ort der Christenheit. Die Stätte von Jesu Begräbnis und Auferstehung befindet sich in einer eigenen Kapelle und bildet das Zentrum der ganzen Grabeskirche.